Hier sehen Sie zwei Superzüchter, Tatigoi, einmal ein Kohaku von Marudo, 30 cm, zum anderen ein Chowa von Isa mit 32 cm. Super schön gezeichnet beide. Beginnen wir mal mit dem Kohaku. Achten Sie mal auf die Zeichnung, achten Sie mal auf die intensiven Farben, insbesondere das Shiro wunderschön weiß, das Hi noch nicht zu extrem rot, denn oftmals neigen die Hokakes dazu, wenn sie dann zu rot sind, dass sich ganz schnell Schimmiflecken bilden. Das Niban Hi, also das heißt die zweite Lage rot hier, wird sich auch im Alter etwas wieder zurückziehen, sodass dann die Abgrenzungen richtig scharf sind. Wir haben auch Zweijährige von Marudo da, der auch in den letzten Shows richtig erfolgreich war, insbesondere mit seinen Gosanke. Und man sieht es auch wieder hier an der Hautqualität, wie auch an der Zeichnung, ein richtig toller Tatigoi. Endgröße, abhängig vom Geschlecht, was jetzt noch sehr schwer zu bestimmen ist. Die Kohakus bei Marudo werden oftmals über 80, teilweise sogar an die 90 cm, also auch hier ein sehr gutes Wachstumspotenzial. Dann einer meiner Lieblings-Showa-Züchter. Warum? Weil wir auch da schauen können, wie das Sumi immer stärker hervortritt. Auch hier achten Sie mal auf die Hi-Verteilung. Sehr schön im vorderen Bereich, im hinteren Bereich. Das Sumi kam jetzt bereits schon in den letzten Monaten oder letzten 2 Monaten sehr stark hervor, wird sich auch noch weiterentwickeln. Also auch wieder ein Koi, der noch sich lange in der Entwicklung befinden wird, wunderschön aufgeteilt. Endgröße bei den Showas von Isa auch teilweise weit über 80 cm und auch, was Sie hier sehen können, auch bereits ein sehr schönes Körpervolumen. Also für alle, die Spaß an der Aufzucht haben, ein richtig guter Showa aus einer hervorragenden Blutlinie.